Ja, hallo zusammen, mein Name ist Siegfried Eichhorn und die, die meinen Kanal abonniert haben, wissen, ich habe schon länger nichts mehr gepostet. Und das ist ein verdammt gutes Zeichen für mich. Ich habe nämlich ganz schön viel zu tun gehabt im Schnitt und bei Dreharbeiten und ich wollte jetzt einfach vor meinem Urlaub noch alles zu Ende bringen und habe es auch weitestgehend geschafft. Aber heute nehme ich mir Zeit, um ein weiteres YouTube-Video aufzunehmen, welches ihr euch ja gerade anschaut. Die Herausforderung bei dem Video ist jetzt, hier oder bei dem Foto vielmehr diesen Steg am Ammersee aufzunehmen bei nicht besonders spektakulärem Himmel. Und das mache ich jetzt ja, mit einer Langzeitbelichtung, wie immer halt. Beziehungsweise vorhin habe ich noch ein Boot fotografiert, das hat hin und her gewackelt, das musste ich mit einer ganz kurzen Verschlusszeit fotografieren, das zeige ich euch jetzt. Aber jetzt geht es darum, die letzten Minuten Licht noch mitzunehmen, um hier diesen Steg entsprechend schön in Szene zu setzen. Also, sei dabei, schau zu, wie ich es mache. Wie bei jedem Foto beginne ich erstmal, mich an der Location ein bisschen umzusehen. Obwohl es jetzt nur ein Steg ist, gibt es hier so ein, zwei Besonderheiten, die mir jetzt auffallen, nachdem ich mich hier mal zwei, drei Minuten aufgehalten habe. Und zwar, wenn ihr sehen könnt, hier ist dieser Baum im Vordergrund. Ich habe für mich die Erfahrung gemacht, wenn ich die Äste und die Blätter irgendwie mit ins Bild einbaue, haben die mich im Endeffekt immer gestört. Deswegen lasse ich die jetzt einfach sein. Das ist nichts Halbes, nichts Ganzes, das Gestrüpp hier daneben. Ich lasse es einfach weg. Werde mich natürlich jetzt dann hinter den Baum stellen. Und jetzt habe ich die Absicht, diesen Steg möglichst lang aussehen zu lassen. Deswegen wähle ich jetzt keine 50er Brennweite oder 30er, sondern eine 16er. Denn ihr seht, auf 35 zum Beispiel würde er so aussehen, hup, auf 16 so. Seht ihr das? 16 finde ich es cool. Und die zweite Besonderheit hier auf dem Steg sind diese Nieten im Boden. Ich gehe mal kurz runter, schaue euch die mal mit an. Ist jetzt vielleicht nur ein Detail, aber die sind mir jetzt aufgefallen und deswegen werde ich mein Stativ jetzt nicht komplett hochfahren, sondern werde so Oberschenkel hoch positionieren, damit ich diese Nieten auch noch irgendwie gut erkennen kann. Wenn ich zu tief gehe, dann ist der Steg einfach zu weit unten im Wasser und hebt sich nicht mehr von der Wasseroberfläche ab. Ich zeige es euch mal im Video, wie ich es meine. Deswegen werde ich wirklich Oberschenkel hoch fotografieren. Also, Beispiel. Ich bin jetzt hier Kopf hoch. So könnte man das Bild machen. Zwei Drittel Steg, ein Drittel Himmel. Gehe ich jetzt runter, um diese schönen Nieten irgendwie mit aufzunehmen, ist mir der Steg irgendwie zu weit unten im Wasser, hebt sich kaum ab. Deswegen werde ich mich wirklich so für diese Position entscheiden und so jetzt die Kamera auch aufbauen. So gehe ich es an, keine Zauberei, und mache das Bild schnell für euch und für mich. Was noch fast schöner ist als mein Steg, ist der Himmel da hinten. Sieht auch echt nice aus. Wenn man jetzt 14 mm hätte. Wow, sieht auch echt cool aus. Oh, das sieht schon sehr, sehr schön aus. Der Himmel verfärbt sich jetzt langsam in dieses Rosa. Oh, und jetzt beeile ich mich, hier ein schönes Bild hinzukriegen. Auch für euch mache ich das jetzt natürlich erstmal ohne Filter. Weil es ja immer wieder Leute gibt, die sagen, ohne Filter schaut so viel schöner aus. Und wähle hier eine Auslöseverzögerung von 2 Sekunden. Mache auf 1/100 Belichtungszeit das Foto. Stelle vorne die Spitze des Steges scharf. Und auf ISO 320 mache ich das Bild. Auf 16 mm. Bam! So, im nächsten Schritt war jetzt was ganz Wichtiges und zwar lasse ich den Fokus auf manuell, schiebe meinen ND-Filter hier rein, den 1,8er,
Und ich werde immer wieder gefragt, was für einen Filter habe ich. Wahrscheinlich kann man ihn nicht lesen. Ich habe hier einen von Haida, Nano Pro heißt der. Und jetzt nehme ich dieses schöne rötliche Licht mit dem Filter hier noch mit und lasse die Wasseroberfläche einfach schön glatt werden. Schau dir mal dieses rote Licht da hinten an. Das ist ja, oh, Hölle. Geil. Gut. Steckfiltersystem ist halt unheimlich wichtig, wenn man eine Langzeitbelichtung machen möchte. In der Landschaftsfotografie zumindest. Mein Display ist jetzt ultra dunkel. Jetzt gehe ich mal mit der Belichtungszeit schön hoch auf circa 10 Sekunden. Machen wir vielleicht 13 Sekunden. Wow, ich zeige euch mal das Bild, wie es hier aussieht in meinem Display mit dem Filter. Dass ihr seht, dass ich hier keinen Quatsch rede. Schau ich es an. Top, oder? Und so machen wir jetzt das Bild 13 Sekunden lang. Der Himmel kann sich sehen lassen. Hä? So ähnlich wird das Bild jetzt hier auch gleich aussehen, da bin ich mir sicher. Wow. Schau mal, der rote Himmel da hinten. Das Bild schaut absolut verträumt aus. Und jetzt habe ich es doch geschafft, noch ein schönes Bild hier an dem Steg zu machen. Bin total begeistert. Ich muss noch ein, zwei Bilder machen, weil das Licht ist einfach zu schön hier. Ja, ihr könnt auch gern dabei sein. Ich drehe hier die ISO ein bisschen hoch. Seht jetzt mal nichts mehr vom Himmel. Und ich bin auf 16 mm. Da bleibe ich auch. Jetzt nehme ich einfach dieses rote Licht einfach noch mit. Um mir ein richtig schönes, stimmungsvolles Bild zu machen. Das Problem bei 13 Sekunden Belichtungszeit ist jetzt natürlich, dass sich die Boote bewegen. Die wackeln hin und her. Aber in dem Fall ist es mir wurscht. Ich will einfach diesen Steg schön aufnehmen und den roten Himmel da hinten. Jetzt haben wir das Bild mal auch auf 20 Sekunden, damit die Wasseroberfläche noch glatter wird. Jetzt habe ich halt echt ein Grinsen im Gesicht, weil so einen roten Himmel, wow. Kann man sich geben. So Leute, das war jetzt ein ganz kurzes Video, aber mehr Zeit hatte ich hier auch nicht zur Verfügung heute Abend. Lasst gerne ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat oder abonniert meinen Kanal. Dann freue ich mich auf weitere Videos und auf euer Zuschauen. Euer Sigi vom Ammersee. Goodbye.